2025 soll ein neues Solarauto auf den Markt kommen, der niederländische Lightyear 2. Er ist der Nachfolger des innovativen Lightyear Zero aus dem Jahr 2022 und soll das erste Solarauto werden, welches für die breite Masse gedacht und bezahlbar ist. Ob das wirklich stimmt, ob gravierende Nachteile mit der Preissenkung verbunden sind und wie er im Vergleich zu seinem Vorgänger abschneidet, das klären wir im heutigen Video. Hi, ich bin Mika und willkommen bei Solaridee. Was genau ist ein Solarauto? Wie der Begriff Solarauto schon vermuten lässt, spielt hierbei die Sonne eine entscheidende Rolle. Die genaue Definition von Solarfahrzeugen besagt, dass es Fahrzeuge sind, die ihre Antriebsenergie direkt aus der Sonnenstrahlung beziehen. Im Klartext heißt es also, sie fahren rein durch die Kraft der Sonne. Für den Endverbraucher bedeutet das, er ist komplett emissionsfrei unterwegs und zahlt dabei für die Solarenergie keinen Cent. Und was ist nun der Unterschied zu einem E-Auto? Ganz einfach, das E-Auto wird über eine Ladestation mit Strom aufgeladen. Der Strom stammt bei vielen Besitzern von einer PV-Anlage, das muss jedoch nicht immer der Fall sein. Beim Solarauto hingegen sind Solarzellen direkt in der Karosserie des Fahrzeugs verbaut. Dadurch kann das Auto unterwegs Strom generieren und muss nicht an der Steckdose aufgeladen werden. So zumindest die Theorie. In der Realität sieht es allerdings anders aus. Die verbauten Solarzellen können zwar guten Ertrag liefern, dieser reicht aber vor allem in unseren Breitengraden nicht komplett aus, um vollständig autark zu fahren. Hin und wieder muss also auch das Solarauto noch ans Netz. Generell lässt sich sagen, das Solarauto ist eine innovative Technologie und ein großer Schritt für eine nachhaltige Zukunft. Lightyear 2 vs. Lightyear Zero. Wie bereits erwähnt, soll der Lightyear 2 vor allem ein Auto für jedermann und damit bezahlbar werden. Doch ist die drastische Preisreduzierung gegenüber seinem Vorgänger auch mit Nachteilen verbunden? Zum jetzigen Zeitpunkt, Anfang 2023, hat der Hersteller noch nicht allzu viele Informationen herausgerückt. Klar, das Auto ist ja erst in der Entstehung und bis 2025 wird sich da bestimmt auch noch einiges tun. Allerdings gibt es schon jetzt ein paar wenige, aber wichtige bekannte Unterschiede. Schauen wir uns diese mal im direkten Vergleich an. Was zuallererst als gravierender Unterschied ins Auge sticht, ist der Kaufpreis. Wie bereits gesagt, ist dieser gegenüber dem Vorgänger drastisch reduziert und soll für jedermann erschwinglich sein. Der Lightyear Zero kam 2022 auf den Markt, war ein absoluter Meilenstein und das Flaggschiff des niederländischen Unternehmens. Mit einem Kaufpreis von ca. 250.000 Euro ist dieser nicht gerade billig und zählt eher zur Kategorie Luxusfahrzeuge. Der Lightyear 2 soll mit einem veranschlagten Kaufpreis von ca. 40.000 Euro auf den Markt kommen. Er ist damit deutlich erschwinglicher als das Vorgängermodell und reiht sich tatsächlich in den Preis von vergleichbaren Neuwagen ein. Hier hat Lightyear also gehalten, was wir versprochen haben. Doch wie kann es sein, dass das neuere Modell so viel günstiger angeboten wird? Da muss es doch andere gravierende Nachteile geben. Oder? Was Verbraucher bei Fahrzeugen ohne fossile Antriebsstoffe am meisten interessiert, ist die Reichweite des Gefährts. Schließlich ist die zumeist überschaubare Reichweite ein beliebter Grund gegen ein elektrobetriebenes Fahrzeug. Werfen wir also einen Blick darauf, wie es bei unseren beiden Kontrahenten aussieht. Der Lightyear Zero aus dem Jahr 2022 wird mit einer offiziell angegebenen Reichweite von 550 km angeboten. Ob das nun zu wenig oder ausreichend ist, hängt natürlich von den individuellen Anforderungen und Wünschen ab. Da der neue Lightyear so viel günstiger ist, hat die Reichweite aber bestimmt darunter gelitten. Das würde man jedenfalls erwarten. Doch tatsächlich ist das genaue Gegenteil der Fall. Der Lightyear 2 kommt nämlich mit einer offiziell angegebenen Reichweite von ganzen 800 Kilometern auf den Markt. Er hat also fast 60% mehr Reichweite als sein Vorgänger. Aber wie ist dann der gewaltige Preisunterschied zu erklären? Nun, das lässt sich momentan leider nicht eindeutig sagen. Laut aktuellen Angaben soll der Lightyear 2 leistungstechnisch nicht schlechter als sein Vorgänger ausgestattet werden. Stattdessen sei die verwendete Technik inzwischen einfach günstiger geworden. So heißt es. Allerdings raten wir hier zur Vorsicht. Bis 2025 ist es noch lange hin und so gut wie alle angeblichen Fakten, die bereits jetzt über das neue Solarauto kursieren, sind bestenfalls Gerüchte. Bis zur eigentlichen Veröffentlichung des Autos kann noch viel passieren. Wir dürfen also gespannt bleiben. Als letztens in unserem Vergleich möchten wir noch ganz kurz auf die Karosserieart der Fahrzeuge eingehen. Denn während der Lightyear Zero die klassische Form einer Limousine bzw. einem sogenannten Liftback hat, soll der Lightyear 2 hingegen ein Crossover werden. Du interessierst dich für Themen rund um Solar und möchtest immer auf dem Laufenden bleiben? Dann abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, um keins unserer Videos und Beiträge zu verpassen. Alternativen zum Lightyear.
Die niederländische Marke Lightyear ist natürlich nicht das einzige Unternehmen, welches an dieser Technologie forscht und sich mit Solarautos beschäftigt. Auch das in Deutschland ansässige Unternehmen Sono Motors hat diesen Schritt gewagt und ein Solarauto namens Sion entwickelt, welches 2023 auf den Markt kommen soll. Optisch ist der Sion nicht ganz so modern wie die Modelle von Lightyear, doch mit einem veranschlagten Kaufpreis von ca. 30.000 Euro ist er sogar noch günstiger. Dafür muss man sich hier allerdings mit einer geringeren Reichweite abfinden. In der Karosserie sind insgesamt 450 Solarmodule verbaut, die zusammen mit einer vollen Batterieladung eine Reichweite von 300 bis 400 Kilometer ermöglichen sollen. Also nur etwas mehr als die Hälfte des neuen Modells von Lightyear. Ein weiteres Unternehmen, das sich an Solarautos versucht, ist die Firma Aptera aus Kalifornien. Deren Modell namens Aptera Sol kommt mit nur drei Rädern und Flügeltüren, die wie die Flügel eines Marienkäfers nach oben aufschwingen und sieht damit im Vergleich sehr futuristisch aus. Er bietet laut Hersteller Platz für zwei Personen und wird in verschiedenen Ausstattungsvarianten bestellbar sein. Die Einsteigerversion soll 22.500 Euro kosten und eine 25 Kilowattstunden Batterie verbaut haben und damit eine Reichweite von ca. 400 Kilometer bieten. Die teuerste Version soll für rund 40.000 Euro eine 100 Kilowattstunden Batterie verbaut haben und soll damit eine unglaubliche Reichweite von 1600 Kilometern mit einer Batterieladung plus der unterwegs erzeugten Energie bieten. Klingt passend für dich? Ein bisschen musst du dich da leider noch gedulden. Die Serienproduktion des Aptera Sol soll zeitnah in den USA beginnen. Aber bis er dann auch in Deutschland verfügbar sein wird, dauert es bestimmt noch eine Weile. Abgesehen von Solarautos gibt es auch noch eine andere interessante Alternative für Elektroautobesitzer. Das Solardach. Also ein Dach aus Solarzellen, welches Elektroautos zusätzlichen Strom unterwegs liefern soll. Solardächer werden sowohl von einigen Startups als auch von einigen herkömmlichen Autoherstellern als Sonderausstattung angeboten. Doch lohnt sich diese zusätzliche Anschaffung überhaupt? Toyota bietet ein Solardach für den Prius Plug-in Hybrid für etwa 3.000 Euro als Sonderausstattung an. Laut Hersteller soll das Solardach bis zu 5 autarke Kilometer pro Tag liefern, was nicht gerade überzeugend ist. Der koreanische Hersteller Hyundai bietet für den IONIQ 5 ein Solardach für eigentlich 1.500 Euro an. Allerdings ist dieses nur in Verbindung mit dem Unique-Paket von 11.850 Euro verfügbar. Es soll im Jahr ca. 1.500 autarke Kilometer liefern. Schauen wir uns mal an, ob sich das lohnt. Bei 1.500 autarken Kilometern im Jahr und einem Normverbrauch des Hyundais von 16,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer ergibt sich eine Einsparung von 244,5 Kilowattstunden pro Jahr. Zum Zeitpunkt dieses Videos, also Stand Anfang 2023, kostet die Kilowattstunde Strom in Deutschland ca. 45 Cent. Somit beträgt die Ersparnis pro Jahr ca. 110 Euro. Und das auch nur, wenn täglich in der prallen Sonne gefahren wird. Bis sich das Solardach amortisiert, wird es also 13,6 Jahre dauern. Damit ist diese Anschaffung vermutlich für die wenigsten interessant. Zum Schluss das Wichtigste auf einen Blick. Ein Solarauto fährt ausschließlich durch die Kraft der Sonne. In der Realität muss ein Solarauto aber auch an einer Station aufgeladen werden. Im Gegensatz zu einem E-Auto hat das Solarauto Solarzellen direkt in der Karosserie verbaut. Der Lightyear 2 soll im Gegensatz zu seinem Vorgänger deutlich billiger werden und eine größere Reichweite haben. Alternativen zum Lightyear erarbeiten unter anderem die deutsche Firma Sono Motors und das Unternehmen Aptera aus Kalifornien. Einzelne E-Autos können vom Hersteller mit einem Solardach als Sonderausstattung aufgewertet werden. Diese Anschaffung lohnt sich momentan aber eher selten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da und aktiviere die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Wenn du mehr über Solarenergie erfahren möchtest, dann schau doch gerne auf solaridee.de vorbei und abonniere unseren Kanal. Dort haben wir viele Tipps und spannende Themen für dich. Zwei davon siehst du hier links im Bild. Einfach draufklicken und direkt weiterschauen. Bis zum nächsten Mal.